Menschen können sich nicht halten. Die Flut reißt diese Frau einfach mit. Nur gemeinsam schafft es diese Gruppe über die Straße. Griechenlands Hauptstadt Athen im Ausnahmezustand. Weite Teile Griechenlands sind betroffen. Weiter nördlich in Armenio finden diese Bewohner Unterschlupf in Turnhallen. Diese Frau hat gerade ihr ganzes Haus verloren. Ich hatte eben einen Blutdruck von 170. Jetzt ist er auf 140 gesunken. Das kommt vom Stress und der Traurigkeit, dass mein Haus überflutet ist. Nicht nur Bewohner sind betroffen, auch Urlauberin Lorna Gräfe hat miterlebt, als in Nafplio in den Peloponnes das Unwetter hereinzog. Das Wasser ist einem wirklich um die Knöchel rum einfach diese Straßen runtergelaufen. Es war so rutschig. Es ist alles halt so dunkel gewesen irgendwie und es hat super viel geblitzt die ganze Zeit. So, das, also man hatte schon ein bisschen Angst, weil man halt auch einfach so am Meer ist. Es war schon, einem war schon echt mulmig zumute. Seit mehreren Tagen sind die Hilfskräfte im Dauereinsatz. Auch die Europäische Union hat bereits Unterstützung zugesagt. Seit über 20 Jahren gibt es zwar den European Solidarity Fund, aus dem auch Deutschland bereits Hilfen bekommen hat, aber das hilft nur bedingt, sagt Klimaökonom Rainer Schwarze. Wir müssen eigentlich an die Ursachen heran. Dazu kann der Fonds leider gar nichts beitragen. Er ist nur ausgerichtet auf den Wiederaufbau. Und da es über die Nationalstaaten geht, landet wenig bei den unmittelbar Betroffenen. Wir brauchen also eine neue europäische Strategie. Dazu wird es nötig sein, dass wir insgesamt umdenken, sagen Experten. Es gilt, die Ursachen zu bekämpfen und nicht die Wirkung. Das weitere Bebauen von Küstenregionen, von denen wir wissen, dass sie dem Meeresspiegelanstieg ausgesetzt sind, dass sie vielleicht eben Hurrikanen in Zukunft ausgesetzt sind. Das muss unterbleiben. Es ist die neue Wetterrealität, die uns alle betrifft. Ja, und wir gucken noch mal auf die Menschen, die dort gerade aktuell leiden. In Griechenland, da sind wir verbunden mit unserer Korrespondentin Anja Miller. Die hat sich in der Region Thessalien bis nach Vardali durchgekämpft. Welche Situation haben Sie denn dort vorgefunden? Ja, allein hierher zu kommen, die letzten 24 Stunden war schon wirklich abenteuerlich. Also die Straßen sind uns wirklich förmlich unter den Rädern weggebrochen. Und es gibt ganz viele Teile in dieser Ebene. Da steht das Wasser jetzt immer noch bis unter die Dächer, wie wir das auch in dem Beitrag gesehen haben. Hier an diesem Dorf sind die Wassermassen schon durchgeschossen und man sieht jetzt, was macht das im Prinzip mit einem Dorf auch? Was bleibt dann am Ende noch hier an Aufräumarbeit übrig? Dieses Haus hinter uns ist beinahe völlig zerstört. Die Familie arbeitet hier schon den ganzen Nachmittag dran, das wieder aufzubauen. Es gibt immer noch kein Wasser und so geht es ganz, ganz vielen Dörfern hier. Auch viele sind noch ohne Strom. Aber vor allem sind immer noch ganz viele Menschen noch nicht in Sicherheit und warten noch darauf, gerettet zu werden in ihren Häusern. Ja, wir haben gehört, in manchen Orten gibt es verzweifelte Hilferufe. Gibt es überhaupt genügend Rettungsmittel und Möglichkeiten, um da überall auch dann da zu sein? Ja, man kommt da eben nicht hin. Also die Straßen, die Regionalstraßen sind zu einem ganz großen Teil zerstört. Also das heißt, Hilfe kommt auch mit Helikoptern. Oder es ist immer mal wieder die Autobahn geöffnet, dann aber auch wieder geschlossen. Also man erreicht diese Menschen ganz, ganz schwierig. Sie sind dann eben auch viele auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet und warten da noch. Aber wir lesen auch in den sozialen Medien, dass Menschen auch sagen, sie haben von ihren Nachbarn nichts mehr gehört. Sie haben Hilfeschreie gehört, haben aber ihre Nachbarn nicht mehr gesehen. Also das Ganze könnte noch eine dramatischere Bilanz sein. Ganz insgesamt, was ist Ihr Eindruck? Wie gehen die Griechinnen und Griechen, die Bevölkerung, wie geht die mit dieser Katastrophe, mit der wiederholten Katastrophe, muss man sagen, um? Ja, es ist absolute Verzweiflung. Also wie gesagt, sind ja im Moment auch noch ganz viele Menschen in akuter Lebensgefahr und es ist so viel zerstört worden. Wir sind hier an kilometerweise zerstörten Feldern vorbeigekommen, Fabriken, Bauernhäusern, ganze Fuhrparks sind unter Wasser, Stromleitungen. Also da sind ja zig Existenzen einfach vernichtet worden in diesen paar Tagen. Also ganz große Verzweiflung, ganz große Not und das vor allem nach diesem Sommer der Brände, also die zweite Katastrophe für Griechenland. Anja Miller war das live aus Vardali in Griechenland. Herzlichen Dank für Ihren Bericht.